Leute, habe mich einfach mal einen Minecraft-USB-Stick in meinem Garten vergraben gefunden. Dieser Stick hat einfach mal mein Windows komplett gelöscht. Was auf diesem Stick genau drauf war, seht ihr am Ende des Videos. Bleibt bis zum Ende dran, denn ihr wollt nicht verpassen, wie ich einen richtigen Herzinfarkt bekomme. So, Freunde, wir sind jetzt hier gerade in meiner Garage schon unterwegs. Wir sehen es hier, da ist sie, die Garage. Und hier im Regal stehen jede Menge Sachen noch vom Vorbesitzer. Ich habe euch ja erzählt, dass ich ein Haus gekauft habe und hier in diesem Regal sind nämlich noch Sachen, die mir der Vorbesitzer einfach übrig gelassen hat. Und ich habe den Garten komplett auseinandergenommen, also selbst. Und ich habe da was ganz, ganz Krasses gefunden, also wirklich richtig, richtig krass. Wir gehen gleich mal in den Garten rein und dann werde ich euch ein bisschen was erzählen. Also ganz kurz zur Erklärung, so sieht das nämlich aus. Dieses Regal stand hier nämlich noch. Ich habe ein paar Sachen mittlerweile schon selbst gekauft, ne? Aber ja, beachtet auch nicht diese Unordnung hier. Das sind noch Pakete von meinem Spiegel und sowas. Und wir sehen, hier sind noch jede Menge Sachen vom Vorbesitzer. Zum Beispiel hier Säge am Start, dann irgendwelche anderen Sachen noch für den Garten. Hat er mir alles gelassen, beziehungsweise die Erben haben mir alles hier gelassen. Ja, hier so ein Rollwagen haben die mir auch gelassen. Und das Krasse ist halt, ich habe den Garten, wie gesagt, selbst mit meiner Mutter gemacht. Also wir haben den aufgeräumt. Ich kann euch, wie gesagt, Fotos einblenden. Und vor ein paar Wochen, als es noch sonnig war, weil jetzt aktuell geht das ja eher schlecht, hat meine Mutter gesagt, die hat da so einen Stick gefunden. Und ich wusste jetzt nicht, was die meint. Ich dachte irgendwie so ein, keine Ahnung, Holzstock oder sowas. Und den hat die dann irgendwo zur Seite getan. Aber das war was anderes, Leute. Und das fand ich so krass jetzt im Nachhinein betrachtet. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in den Garten rein. Wenn wir jetzt hier mal durchgehen, dann sehen wir, das hier ist wie gesagt der Garten. Hier haben wir alles sauber gemacht, so größtenteils. Und hier war nämlich so eine kleine Ecke. Und in dieser Ecke war was sehr Interessantes. Das war so ein kleines Beet. Und da hinten, das werdet ihr nicht glauben, was da ist. Was ich meinte, ist das hier. Das hat meine Mutter zur Seite gelegt, weil die nicht wusste, was das ist. Und jetzt habe ich da mal drüber geschaut. Boah, ist das eklig. Das ist einfach ein Stick. Also ein USB-Stick, aber da steht drauf, upsala, da steht drauf, hier sieht man es nochmal, Minecraft. Also das Komische ist halt, dieser Stick ist auch super kaputt. Wir sehen hier, der ist so verbogen hier. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch funktionieren wird. Fakt ist, wir werden uns diesen Minecraft-USB-Stick jetzt mal gleich unter die Lupe nehmen. Ich habe echt keine Ahnung, was das sein könnte. Ich hoffe einfach, es wird nichts Schlimmes. Ich werde das auch auf meinem zweiten PC ausprobieren. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, Freunde. Let's go. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir packen den Stick einfach mal in den PC rein. Ich habe echt ein bisschen Schiss, was passiert. Aber wie gesagt, macht das nicht nach. Es können immer Viren sein auf solchen unbekannten Sticks. Deswegen, ich gucke jetzt mal nach. Ich mache den PC an, ich weiß gar nicht, ob der noch angeht und es müsste jetzt eigentlich gehen. Guck mal nach, der PC ist halt schon ein bisschen älter. Eigentlich, da war alles soweit okay, bis ich ausgezogen bin. Startet der und... LOL? Hä? Was? Da war auf jeden Fall Windows drauf. Das wundert mich jetzt gerade, das ist auch kein Fake. Also schaut euch an, wenn ich hier drauf drücke, das ist kein Fake, Freunde. Hä, als ob jetzt mein Windows nicht mehr funktioniert. WTF? Hä? Also wie gesagt, das ist echt kein Fake jetzt gerade. Wir sehen, ich kann da drauf drücken. LOL! Was ist das denn? Was auch ganz interessant ist, der Stick funktioniert auf jeden Fall. Da leuchtet zumindest so ein komisches Lämpchen. Aber als ob jetzt mein Windows nicht mehr startet. Wie lost ist das denn? Hä? Okay, ich muss mal gucken, Leute. Ob das jetzt nur Zufall ist. Ich pack den Stick mal raus. Das ist doch lost. Als ob das jetzt nicht mehr startet. So, Freunde, das hier ist mein zweiter PC. Der ist ultra verstaubt. Bitte beachtet das nicht. Ich benutze den nie. So, das ist die Festplatte hier. Mach mal lieber erstmal hier Strom. Zack, aus. Sicher, sicher. Ja, die müsste eigentlich funktionieren. Das wundert mich. Ich werde mal ganz kurz nachschauen und die Kamera ausmachen. Keinen anderen Weg. Ich lade jetzt Windows neu herunter. Der hat mir irgendwie Windows zerschossen. Das ist doch echt bescheuert. Also Leute, krank. Einfach krank. Okay Leute, ich habe mich jetzt entschieden, einfach mal Windows neu zu installieren. Ihr seht, ich lade das gerade herunter und packe das auf den Stick. Ey, also ich bin so froh, dass ich das nicht auf meinem Haupt-PC versucht habe. Weil anscheinend hat mir das Ding entweder das zerschossen. Also meinen zweiten PC, der ist wie gesagt hier im Hintergrund. Da sieht man ihn gerade auch im Hintergrund stehen. Oder durch den Transport ist irgendwas gelockert. Aber eigentlich kann sowas gar nicht passieren. Das wundert mich gerade total. Egal, Leute.
Das heißt, ich bin gespannt. Ich werde den auf jeden Fall jetzt gleich erst reinstecken, wenn Windows drauf ist. Also den Minecraft-USB-Stick. Okay, Leute, auf diesem Stick hier ist jetzt Windows neu drauf. Also ich müsste das jetzt nur in meinen zweiten PC reintun. Dann müsste es eigentlich funktionieren. So, Freunde, mein zweiter PC startet jetzt hier wieder. So, gucken wir mal nach, ob das jetzt hier erkannt wird. Wir gehen in den Bootmanager rein, müssen dann meinen USB-Stick auswählen. Okay, Leute, das scheint zu funktionieren. Wie gesagt, das ist... Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das jetzt hundertprozentig an diesem Minecraft-USB-Stick lag oder ob da irgendwas durch den Transport kaputt gegangen ist, aber... Oh mein Gott, Leute, ich muss einfach Windows neu installieren. Ich bin so froh, dass ich das nicht auf meinem Haupt-PC gemacht habe, sondern auf meinem zweiten PC. Und ich habe echt erst überlegt, soll ich nicht auf dem Haupt-PC machen, was soll schon passieren? Aber Leute, also ihr seht, das ist so verrückt. Es ist so, PC starten war jetzt einmal neu. Es müsste jetzt, wie gesagt, schon Windows drauf sein. Für die Leute, die sich wundern, wie ich das aufnehmen kann, den Startbildschirm und so. Das wird quasi von einem auf einen anderen PC übertragen, weil ich meine Elgato benutze zum Aufnehmen. Also nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie gefaked oder so. Das ist nicht gefaked oder aufgenommen. Ja, aber so viel dazu. Das heißt, ich bin echt gespannt, wird es jetzt klappen oder nicht klappen. Also ich muss jetzt erstmal noch so die ganzen Programme installieren. Aber das wird, es ist echt krank, es ist echt krank. Und ich verstehe auch wirklich nicht, wie sich die Daten überhaupt auf dem PC löschen konnten, weil ich habe dann nichts gemacht. Also wirklich gar nichts gemacht. Okay, Friends, es sollte jetzt eigentlich soweit alles ready sein. Ich habe jetzt geguckt, dass ich die Auflösung vom PC ein bisschen besser hinbekomme. Geht aber irgendwie nicht, weil ich immer einen Blackscreen bekomme, wenn ich hier versuche, die Auflösung höher zu schrauben. Also auf 1080p. Deswegen ist jetzt die Auflösung ein bisschen schlechter vielleicht, aber ja, nur damit ihr Bescheid wisst. So, Moment der Wahrheit. Wir werden den USB-Stick jetzt einfach mal reinpacken, Freunde. Let's go. Okay, Leute. Minecraft-USB-Stick heißt der einfach. Oh mein Gott. Okay, oh mein Gott, Leute. Ich bin so aufgeregt. Ne, ich bin so aufgeregt. Okay, let's go. So, ich gehe jetzt mal hier drunter. Okay, irgendwas lädt schon. Ich habe nämlich schon Java installiert. So, zack. Minecraft. Erstellt am... Warte mal, was steht hier? 11.08.2020 um 15:39 Uhr. Das sind jetzt 2,5 Jahre fast. Oh mein Gott. Okay, ich habe schon Angst, die Datei auf meinen Desktop zu ziehen. Ich mache das einfach mal. Das ist so ein komisches Minecraft-Symbol. Alter Schwede, was ist das denn? So sieht das Symbol also einfach mal aus. Leute, ich drücke da jetzt mal drauf. Ich weiß nicht, was da passiert. Keine Dateibeschreibung, keine Firma. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was zur Hölle geht ab? Ist das nicht so eine verglitschte Minecraft-Version? Also ich habe offensichtlich keinen Sound. Das kann man schon mal feststellen. Okay, ich habe doch Sound. Ich habe das nur falsch eingestellt auf dem Mischpult. So ein komischer, lauter Minecraft-Sound, Diggas. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh mein Gott, Leute, wir gehen mal in die Optionen herein. Alles shaked hier auf jeden Fall. FOV. Ich meine, habe ich diese Version nicht mal gespielt? Ich bin mir gerade unsicher. Es kommt mir alles irgendwie so bekannt vor. Alter Schwede. Okay, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, Freunde. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Bin gerade richtig gehypt. Ne, ich bin gerade richtig gehypt. So, wir gehen mal in Singleplayer rein. Keine Welt, logischerweise. Wir erstellen mal eine Welt. Aber wer zur Hölle hat einfach mal so einen Stick mit dem... Also, irgendwie... Okay, Leute, wir laufen mal ein bisschen... durch die Welt. Also alles ist hier anscheinend am rumglitschen. Und wir haben einfach mal keinen Kopf. WTF, Leute, WTF. Auch das Inventar scheint ein bisschen komisch zu sein. Also wir sehen auf jeden Fall, dass hier ist keine normale Minecraft-Version. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kann ich überhaupt sterben? Ich weiß ja nicht mal, wie viele Herzen ich habe. Oder was passiert, wenn ich sterbe? Okay, die Hunde schreiben mich... die Hunde greifen mich jetzt hier gerade an. Okay, ich kann ganz normal sterben. LOL! Hey, warum wissen die denn... Also unten links steht gerade Pat was slain by Wolf. Wo wissen die denn, dass ich Pat heiße? Vielleicht, weil ich den PC so benannt habe oder was? Oder? Also anders kann ich mir es gerade auch ehrlich nicht erklären. Alter, aber das ist schon spooky, ne? Das ist schon wirklich spooky. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen durch die Welt laufen und gucken, was hier so passiert. Aber das ist schon krass. Das ist schon krass. Also sprinten kann ich hier anscheinend auch. Okay, da sehen wir auch, die Lilypads sind einfach mal am rumglitschen. Kakteen sind einfach mal in der Luft am rumfliegen. Ich meine, ich hätte schon mal so eine komische Version gespielt. Aber wer zur Hölle hat denn so einen Stick? Also, wie gesagt, ich habe euch ja erzählt, ich habe das Haus gekauft von Erben. Also das Haus wurde quasi vererbt, weil die das Haus besessen haben, die sind gestorben.
Und das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass irgendwie der Neffe von denen, die verstorben sind, oder die Kinder von denen, die verstorben sind, oder was weiß ich was, im Garten gespielt haben und vielleicht dann auf dem Stick so eine Version hatten. Ich habe keine Ahnung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so 80-jährige Opas und Omas oder 90-jährige Omas, Opas Minecraft spielen auf einem Stick. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe ja auch jüngere Nachbarn. Vielleicht haben die das rübergeschmissen. Ich weiß es nicht. Ich meine, Rakete lag auch von Silvester bei mir noch im Garten. Aber gut, ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich hier ultra erschrocken werde. Ich mache mal die Sounds ein bisschen leiser. Hä? Ich kann auch irgendwie die Holzblöcke nicht stacken. Guck mal, wenn ich hier versuche, das zu stacken oder hier drauf zu packen, dann wird das irgendwie nur geswitcht. Oder hier auch. Seht ihr das? Gar keinen Sinn. Lol. Okay, ich mache jetzt einfach mal ein Crafting Table. Boah, ich habe echt ein bisschen Schiss, ne? Also in der Version, dieser Version traue ich irgendwie alles zu, muss ich wirklich sagen. Auch die Sticks haben irgendwie so einen ganz komischen Namen. Also ich werde einfach mal jetzt hier in die Mine reingehen, hätte ich vorgeschlagen. Das ist schon wirklich krass. Das ist wirklich krass. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn diese Version irgendwie noch ein Virus hat oder sowas. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal jetzt hier irgendwo in eine Mine rein, wenn ich eine Mine finden sollte. Also das sieht ja schon wirklich super komisch aus, muss man wirklich sagen. Ich weiß halt nicht, passiert jetzt hier noch irgendwas oder haben wir einfach nur so eine komische, verglitschte Minecraft-Welt? Okay, da haben wir sogar noch so ein Villager-Dorf, sehe ich gerade. Sehen die Villager normal aus? Ja, die Villager sehen ganz normal aus. Also die haben jetzt nicht irgendwie Loot-Texturen oder sonst was bekommen. Hätte ja auch möglich sein können. Ja, wir gucken mal weiter, Freunde. Also ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal hier irgendwo eine Mine. Okay, was das hier ist, das verstehe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Lol. Das Allerschlimmste an dieser Version ist einfach der Sound. Ah, ich kann nicht mehr sprinten. Lol, ich kann nicht mehr sprinten. Kann ich die Difficulty umstellen? Peaceful. Geht es jetzt wieder? Kann ich jetzt wieder sprinten? Ich kann immer noch nicht sprinten, aber wir haben hier so random Äpfel liegen. Was passiert? Ah, kann ich auch cheaten? Warte mal, Game Modes? Ja, ich kann gar nicht. Lol. Ah doch, warte mal. Ich kann was schreiben. Game Modes Creative? You do not have permission to use this command. Okay. Ich esse einfach mal den Apfel, würde ich sagen. Und jetzt kann ich... Okay, jetzt kann ich auf jeden Fall wieder sprinten. Also ich muss ja sagen, sehr, sehr krass bislang. Sehr, sehr krass. Ich hätte irgendwie alles erwartet auf diesem Stick, muss ich sagen. Ich werde, wie gesagt, jetzt nochmal schauen, dass ich hier irgendwo eine Mine finde. Ist irgendwie gerade nur ein bisschen schwierig hier. Hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen Eisen gefunden. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Also mein Plan war es jetzt, einfach mal ein bisschen hier zu spielen und zu schauen, ob überhaupt noch was passiert, weil bislang passiert hier, wie gesagt, rein gar nichts, bis auf, dass hier alles ein bisschen komisch ist. Kein Kopf, ja, cheaten kann man auch nicht, aber vielleicht folgt ja noch irgendwas und genau deswegen will ich eigentlich noch ganz kurz dranbleiben. Okay, also Erfahrung können wir auch sammeln. Wir sehen, wo ich jetzt die Kohle abbaue, dass wir einfach mal unsere Leiste gefüllt bekommen. Aber auch hier sehen wir, unsere Kohle stackt sich nicht auf 64, sondern immer auf 5. Ich verstehe auch nicht, warum immer nur maximal 5 Items gestackt werden. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Vielleicht passiert ja irgendwas, wenn wir auf ein Level insgesamt kommen. Schauen wir mal nach. Ein Level? Nee. Okay, ich mache jetzt einfach mal hier so einen Ofen. Und wir gucken mal nach, ob wir vielleicht dann irgendwas bekommen, wenn wir ein Level haben. Weil wenn wir jetzt was schmelzen, müsste es doch eigentlich funktionieren, ne? Okay, das funktioniert anscheinend. Sachen können wir schmelzen. Das ist doch schon mal super. So, und okay. Ein Eisen haben wir. Unser erstes Stück Eisen hier. Wie komisch sieht das bitte schon aus? So, und nochmal, nochmal. Was passiert jetzt? Und wir sind Level up. Naja, wir sind noch nicht Level up, okay. Okay, 3 Eisen haben wir jetzt also. Keine Level haben wir komischerweise bekommen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach mal eine Eisenspitzhacke. Komischerweise brennt der Ofen immer noch. Ah, okay, da ist noch ein bisschen Kohle. Eisenspitzhacke machen wir, hätte ich gesagt. Und dann können wir eigentlich auch auf die Suche gehen in der Mine. Was auch auffällig ist, die Items haben alle keine Namen, ne? Das ist auch krass. Auch Fackeln können nur maximal 5 und 3 in einer Hand. Ja, das ist echt doof, ne? Jetzt sehe ich auch, oben ist schon dunkel. Ich kann aber auch nicht schlafen gehen, weil ich kein Bett habe. Alles ein bisschen doof, ne? Ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll, weil wenn ich hochgehe. Wobei, vielleicht sind ja irgendwelche komischen Monster da. Stimmt, das können wir eigentlich mal abchecken. Weil, ja, wenn wir jetzt halt rausgehen. Wobei, ich habe doch Peaceful eingestellt, ne? Ah, ich weiß nicht. Wir gucken einfach mal nach, Freunde. Da hinten haben wir sogar ein Schaf. Ich weiß jetzt nicht, wie dunkel es ist im Video. Deshalb, ich habe die Brightness schon auf maximal Helligkeit. So, kann ich hier jetzt irgendwie vielleicht an Wolle kommen? Das wäre interessant.
Das wäre mal interessant. So, zack. Wir töten einfach mal hier das Schaf. Und eine Wolle haben wir. Sehr nice. Let's go. Da habe ich noch ein zweites Schaf. Ist aber in der Farbe grau. Das ist ein bisschen doof. Ah, da ist noch ein weißes. Let's go. So, nehmen wir auch mit. Zwei Wolle. Eine Wolle fehlt noch. Oh, wir sind jetzt bei Level 1, sehe ich gerade. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Lol. Hä? Hä? Ah, jetzt geht's wieder. Lol. Hä? Nee, irgendwie. Hä? 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 Was geht ab? Hä? Okay. Okay. Hä? Hä? Was geht ab? Ich check's nicht. Irgendwie, ich bewege mich ganz komisch gerade. Okay, da haben wir noch das letzte Schaf, Leute. Okay, dann gehen wir da hin. Okay, und da haben wir nochmal Wolle. Da haben wir nochmal Wolle, Freunde. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir eigentlich genug, um uns ein Bett zu machen. Dann mache ich das einfach mal. Schauen wir mal, was passiert. Da ist das Bett. Wir gehen schlafen und... Okay, ich bin echt gespannt, Leute. Kann ich ganz normal schlafen gehen? Und die Antwort ist ja, es geht. Ich kann ganz normal schlafen gehen. Das heißt, unser Spawnpoint ist auf jeden Fall hier am Start. Sehr, sehr gut. Ich kann auch übrigens keine Koordinaten lesen, denn unsere Koordinaten sind irgendwie unbekannt. Eigentlich müsste ich nochmal zum Villager-Dorf gehen und gucken, ob ich dort vielleicht ein bisschen Weizen besorgen kann, Brot bekommen kann oder irgendwie sowas. Wobei ich hier vorne auch echt viele Kühe sehe, sonst kann ich die eigentlich mal umbrezeln. Oh, lol, ich bin sofort auf Level 10 gekommen. Man hat es gerade gesehen, dass ich da irgendwie von Level 1 auf Level 10 gekommen bin. Was ist da denn passiert? Hä? Ich habe eigentlich nur die Mobs hier getötet. Okay, das will ich nochmal sehen. Es wurde Nacht, lol! Es wurde Nacht! Es wurde einfach Nacht. Okay, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. Es wird, glaube ich, irgendwie ein bisschen... Es wird also doch irgendwas passieren, Freunde. Es wird doch irgendwas passieren. Okay, da bin ich gespannt. Da bin ich echt gespannt. Was passiert hier noch in der Nacht? Ich will aber trotzdem nochmal die Kuh hier töten. So, ich will euch nochmal zeigen, was passiert, wenn ich hier Level up werde. Noch ein Level fehlt auf jeden Fall. Zack. Okay, Level 11. Hä? Da bin ich jetzt aber nicht von Level 1 auf... von Level 10 auf Level... keine Ahnung was gesprungen. Das heißt eigentlich, ich kann doch jetzt hier einfach den Ofen aufstellen und mir dann was zu essen machen, ne? Wir haben ja genug. Wir haben ja eigentlich genug. Ein paar Sekunden später. Also erster Eindruck, ich sehe jetzt hier wirklich gar nichts. Keine Ahnung, Freunde. Können mal, wie gesagt, jetzt schlafen gehen. Oh, da vorne. Ja gut, bei Difficulty Easy kann ich jetzt nicht einfach so schlafen gehen. Ich gehe, ja, wobei geht es? Ich mache einfach mal hier ein bisschen Licht herum. Gucken wir mal, ob es klappt oder nicht klappt. Und es hat geklappt. Okay, let's go. Sehr schön. Warte mal. Hab ich mir das jetzt gerade eingebildet? Wurde ich gerade geschlagen? Oder warte mal. Ich wurde doch so zurückgeboostet oder bin ich lost? Das will ich jetzt mal beobachten in der F5-Sicht. Das habe ich mir noch nicht eingebildet. Oder bin ich jetzt gerade komplett neben der Spur? Ich werde jetzt mal mein Bett holen und dann dieses Bett einfach mal da in diesem Villager-Dorf aufstellen, damit ich jetzt nicht wieder im Wald schlafen muss, wo die ganzen Monster sind. Ich stelle jetzt auf jeden Fall mein Bett einfach mal hier rein. Dann habe ich zumindest einen Unterschlupf. So, zack. Koordinaten kann ich mir, wie gesagt, nicht aufschreiben, weil ihr seht oben links, ja, werden die Koordinaten so verglitscht. Ich farm jetzt einfach mal ein bisschen Holz. Es funktioniert so schlecht zum Teil. Ich kann wieder nicht laufen. Ich farm jetzt ein bisschen Holz, wollte ich sagen. Und schauen wir mal, ob vielleicht jetzt nochmal irgendwas passiert. Sonst würde ich sagen, verkriechen wir jetzt. Ich bekomme Übelkeit! Ich bekomme Übelkeit! Ich kann nichts drücken! Warum bekomme ich Übelkeit? Ich bekomme Übelkeit. 34 Sekunden North Sea habe ich. Hä? Ich kann... Was? Was ist jetzt passiert? Was zur Hölle ist jetzt passiert? Warum bekomme ich Übelkeit? Das ist garantiert alles, aber keine normale Minecraft-Version, wo man einfach mal Übelkeit bekommt. Alter, alles dreht sich. Alles dreht sich. 13 Sekunden noch. Okay, Übelkeit ist jetzt aber auch weg. Oh mein Gott. Mein Herz. Oh, Leute, ich hab so eine Gänsehaut bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich drück gar nichts und ich laufe einfach mal. Warum laufe ich? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter Schwede. Oh mein Gott, ich bin jetzt richtig wach. Ich bin jetzt richtig wach. Alter Schwede, diese verrückte Minecraft-Version. Oh mein Gott. Alter. Ich muss erstmal durchatmen. Ey, ich mach die Sounds nochmal ein bisschen lauter. Mein halbes Gehirn ist mir gerade weggeflogen. Alter, war das laut. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ey, ich habe gerade einen richtigen Herzinfarkt bekommen. Also, WTF ist das für ein USB-Stick von Minecraft? Ich habe einen richtigen Herzinfarkt bekommen. Ey, es war so komisch. Erstmal diese Übelkeit-Effekte, dann auf einmal so komische, verglitschte Minecraft-Effekte. Alles dreht sich, ey. Hilfe. Einfach nur Hilfe. 6 Stunden später. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! LOL! Ich habe einfach mal mein Inventar sortiert und auf einmal wurde ich angegriffen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich dachte mir, was geht jetzt ab? Ich habe jetzt keine Sachen mehr und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen muss, um meine Sachen zu finden. Boah. Ich wurde von Magie getötet? Hä? Oh nein. Ey, Leute, ich mache die Sounds jetzt wieder bei mir leiser auf dem Dings. Ich hab die Vermutung, dass jetzt nochmal echt die Party abgehen wird. Ich habe echt die Vermutung, dass jetzt nochmal was richtig Schlimmes passieren wird. Oh Gott. Wir haben immer noch keinen Kopf hier. Aber ich versuche nochmal ganz schnell meine Items zu finden. Ich weiß nicht genau, welche Richtung das war. Ich glaube, da vorne oder sowas in die Richtung. Später. So, ab geht's. Zack. Das hier ist dann mein wunderschönes Kaktushaus. Die Sandblöcke kann ich noch entfernen. Vielleicht sogar noch mein Bett reinstellen, was ja im anderen Haus steht. So, da haben wir mein Bett am Start. Das nehmen wir nochmal mit. Und dann packen wir das in mein Kaktushaus herein. So, rein damit. Einmal hier in die Mitte, damit wir uns auch nicht wehtun. Fackel nehme ich einfach auch mal mit. Damit wir auch ein bisschen Licht haben und da keine Monster spawnen. Wobei auf Kakteen eigentlich gar keine Monster spawnen können, aber halt auf dem Sand. So, hier vor und dann einmal hier rein. Sollte ausgeleuchtet sein. Ah, auch praktisch. Die Spinne versucht mich anzugreifen. Kann sie aber nicht, weil mein Kaktushaus einfach mal eine Abwehrmaschine ist. So, ich lege mich mal ins Bett rein und schauen wir mal nach, ob hier was passiert. So, neuer Tag, aber ich glaube, Leute, mit dem Kaktushaus hier verabschiede ich mich einfach mal. Ja, sehr, sehr verrückter Stick gewesen, Freunde. Wird wahrscheinlich eine einmalige Sache hier gewesen sein, weil, ja, so ein Stick nochmal zu finden, ich glaube nicht, dass es passiert. Aber, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. War ein sehr, sehr aufwendiges Video, deswegen würde es mich echt freuen. Abonnieren für weitere coole Videos. Bis dann, Leute, und ciao.